So, und da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung, aber ich habe eben kurz Toilette gegangen und nochmal was zu trinken geholt. Ist auch wieder voll, das Glas. So, und hoffentlich wird das nicht so schnell warm. So, genau, hier wollen wir wieder zurück. Ich hoffe, der Puma ist nicht mehr. Glitschen wir einmal durch den Baum. Doch. Puma oder Jaguar? Ne, das müsste... Ne, Leopard, oder? So. Haben wir. Besser als mit Boah, so ein Mini-Kühlschrank. Ja, da sagst du was, Paschi. So ein Mini-Kühlschrank hätte was. So. Das Relikt wollen wir mal einsammeln. Hier hinter. Ach, okay, da können wir nicht einsammeln. Gut, da war noch ein Überlebensversteck. Stimmt, da unten. Da, wo das Wasser war. Komm, wir bleiben mal beim Bogen. Hey! Da unten. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Boah, so ein Sprung ins Wasser würde ich jetzt auch gerne machen. Wenn das noch angenehm kühl wäre bei der Hitze. Dafür habe ich nicht genug Platz. Aber dafür hoffentlich, oder? Nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das auch. Oh. Nächste Ausrüstung. Geheimnis entdeckt. Warte mal, da im Wasser ist was. Holen wir uns. Da, da leuchtet was. Und was hat das hier zu bedeuten? Die Dinger damit gemeint? Da ist eine Unterwasserhöhle. Schatztruhe. Achso, Dietrich. Neues Dokument. Okay, dann machen wir mal die Quest weiter. Ich glaube. Obwohl, warte mal. Da hinten geht es irgendwie weiter. Da hinten. Bevor wir mit der Hauptquest dann weitermachen, gehen wir mal dahin. Noch ein Herausforderungsgrab in der Nähe? Ist das hier das? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, die letzten Worte an den Sterbenden. Oh Gott, was riecht denn da so? Könnte sein, dass es mein Schweiß ist bei dem Wetter, das so stinkt. Ich bin ja schon bei der Hitze hier am Verwesen.
kann ich nicht markieren. Warum ist sie jetzt so langsam? Okay, das. Ah, okay. Muränen sind das wieder. Starke Unterwasserraubtiere. So. Vielleicht ein Unterwasserweg. Unterwasserweg? Ich hoffe, da sind keine Muränen. Da ist was. Nächster Kuchenrezept. Ich muss den Raum trocken legen. Soll das einer der enthaupteten Götter der Unterwelt sein? An. Achso, ich. Kann sie wenigstens unter Wasser Licht anmachen? Piranhas. Ich komme nicht weiter. Wo muss ich denn weiter? Da lang? Auch nicht. Da. Okay, wir ersticken. Das hier losschneiden. Okay, kommen wir da ran? Ja, das klappt, das funzt. Immerhin. Alles voll, ich kann nicht mehr tragen. Wir haben 0 Punkte, schade. Nein! Ich wollte das Viech da einsammeln, wo ist es hin? Dafür habe ich nicht genug Platz. Dafür aber. Da oben müssen wir hin, da sehe ich schon das. Ich muss darauf. Sehr viele Piranhas. Kann ich hier einfach so runter? Die Piranhas fressen die Leichen auf. Ziehen hält das Tor nicht offen. Ich muss darauf. Okay, ich muss das da losschneiden. In der Hoffnung, von den Piranhas nicht entdeckt zu werden. Darauf.
Da ist schon das nächste. Boah, das ist ja gemein. Mit den ganzen Piranhas hier. Ich muss darauf. Damit? Kann ich hier hoch? Ich muss den Wasserstand senken. Da haben wir was. Ein Dokument wieder. Besser mit das Peverano, eine Beichte. Den Wasserstand senken. Was mache ich jetzt damit? Sauber. Komme ich hier wieder hoch? Mist. Ich habe soweit verstanden, dass wir den Wasserstand senken müssen. Lara, was machst du da? Geh da hoch. Ah, okay. Okay, so kommen wir wieder hoch. Das jetzt wieder zurück machen. Das Seil hält dem Zug nicht stand. Verdammt. Den Wasserstand senken. Okay, wahrscheinlich darf es nicht endlos hier ziehen. Und dann wieder zurück.
Ja, okay. Und das senkt dann wieder das Wasser. Warte mal. Hier liegt ja noch was. Holz. Und Feder. Okay, nice, haben wir geschafft. Beschreibung eines Alus. Okay, nice. Haben wir geschafft. Wir sind oben. Machen wir Golderz einsammeln. Und nächstes Blumenrezept lesen. Angriff der Wespen. Aufgeladene Schüsse verursachen mehr Schaden bei gepanzerten Feinden. Jetzt nichts wie raus aus diesem schrecklichen Gestank. Ich würde sagen, greift ihr jetzt mal danach? Ich müsste nah dran sein. Nah dran sein? Wo nah dran sein? So. Ist das überhaupt der Rückweg? Ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, bei der Muräne. So. Komm, hau drauf! Nicht zu, Lara! So. Die Richtung. Beeilung! Vergessen wir mal die Schätze, die vergrabenen Dinger. Und kümmern uns jetzt mal weiter um die Hauptquest. Und die andere Nebenquest da hinten. Okay, warum war da jetzt am Laden? Und der Leopard dürfte jetzt nicht da sein, oder?
Den haben wir gekillt, oder? Habt ihr was? Okay, so ein Käfer halt. Psst, hast du das gehört? Ich höre nichts. Genau, er muss hier sein. Er? Der Kaiserin-Jaguar. Sobald er kommt, verstummen alle anderen Tiere. Wir machen ihn besser nicht auf uns aufmerksam, ja? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein? Kaiserin-Jaguar, den haben wir doch schon. Und hier ist eine Karte. Wie sieht es eigentlich mit dem Monolithen aus? Oh, hier, noch was. Kommen wir da ran? Gibt es da einen Weg hin? Das sieht aus wie so ein Weg. Oder auch nicht. Ja, egal. Hauptquest. Und dann die verschwundene Person auch noch finden. Am Friedhof. Wo kommt das Basislager jetzt her? Ein Fähigkeitenpunkt haben wir. Und wir haben das da freigeschaltet. So, es sind noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Gräber offen, die wir noch nicht entdeckt haben. So, okay, das heißt, kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Gehen wir mal hier entlang. Tücher haben wir voll. Ah, okay, wir kommen unten so oder so nicht an Jonah vorbei. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Eine Broschüre über die Station des Kreuzwegs. Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Zeichen von Lopez? Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Okay, schauen wir mal. Da, da haben wir was. Reißen wir das erstmal ein. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Zuflucht wirst du haben unter den Flügeln. Okay, Flügeln. Da gibt's auch Flügeln, aber ich glaube... Ein Reiher und eine Eklipse. Komm, Lara. Einreißen. So, da gibt's auch noch was. Da auch noch. Okay. Das hier einreißen.
Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Warum hat man sowas eigentlich versteckt oder nochmal irgendwie eingemauert oder so? Da habe ich irgendwie hier jetzt nicht aufgepasst, muss ich ehrlich sagen. De la Cruz geht weg. Ein Tagebucheintrag. Okay, gehen wir jetzt mal nach oben. Da ist noch ein Dokument. Tagebuch des Teserano 11, eine Tagebuchseite. Federn haben wir voll. Achso. Ich wollte schon sagen, was leuchtet hier auf dem Boden? Hier ist nichts mehr. Hier ist noch was. Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. Da habe ich was leuchten gesehen. Da ist noch ein Dokument. Der Apostel Johannes. Eine Darstellung des heiligen Apostels Johannes. Die nächste Wand. Wir reißen jetzt aber das komplette Gebäude hier ab. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Ist unten, das Bild. Aber erstmal will ich hier alles andere einsammeln. Ist noch ein Dokument. De la Cruz kommt an, ein Tagebucheintrag. Story abgeschlossen, Heimkehr. Was? Was für Heimkehr haben wir jetzt abgeschlossen? Die Seiten da von De la Cruz, oder? Ich glaube, sobald wir das da aber machen, können wir das andere da nicht machen. Ich gehe mal kurz raus. Erledige das erstmal. Ich eine Hexe? Man stelle sich vor. Wie bitte? Ich bin eine Kräuterkundige. Von der Schulmedizin sträflich verkannt. Und die Oma dieses Kindes war Routengängerin. Die Leute ignorieren Dinge direkt vor ihrer Nase. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Ha, du klingst wie Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Kluges Mädchen. Gute Forscherin. Und sie gibt zu, dass es Dinge gibt, die sie nicht weiß. Sie hat das Kreuz zerbrochen, indem sie raufgeklettert ist. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich wollte sie aufhalten, aber sie war ziemlich wütend. Wütend und traurig gleichzeitig. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. Leider nein. Nach dem Kreuz ist sie weggelaufen. Aber ich habe nicht gesehen, wohin. In ihrem Zustand wollte ich mich lieber gar nicht erst mit ihr anlegen. Tut mir leid. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Ja, aber erst müssen die Kinder von hier weg. Es ist nicht sicher, wenn sie herumlaufen, während wir arbeiten. Der blinde Gauner hat ihre Köpfe mit Schätzen gefüllt.
Und sie glauben, ich will sie stehlen. Ich rede mit ihnen. So, Kinder vertreiben. Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? Nein. Wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Manu sagt, was wir finden, gehört uns. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Oh. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Bist du gut in Rätseln? Ich bin Expertin. Ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Bitte was? Was für... noch mehr Dokumente. Passt ja perfekt. Ich glaube, ich habe den Schatz gefunden. Das ist er, oder? Ein Sklavenhalsband. Okay, ich rede nochmal mit der Dame. Du musst die Kinder irgendwie von diesem Ort wegbringen. Ich... Hast du die Hinweise enträtselt? Was waren nochmal die Rätsel? Die Hinweise? Wie kann die mir helfen? Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Keine Ahnung warum. Sind doch alle gleich. Einige sind vielleicht sauberer, mit geraden Reihen. Oder sie sind wie der hier, natürlicher und ungeplant. Da ist etwas. Hier. Sieht aus, als wäre hier was. Katzen, Gold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Katzengold und Karnevalsschmuck. Und, hast du was gefunden? War das das? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ja, zeig mal Manu. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Okay. Wo fangen wir an? Hier vorne. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich bezweifle... Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Ich bezweifle, dass zwei Personen, jetzt unabhängig vom Geschlecht oder Alter, in der Lage wären, so einen Stein, so einen massiven Stein, mit so einem massiven Kreuz dran, so einfach hochzuhebeln. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden.
die Richtung vielleicht gucken? Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Auf das Kreuz klettern? Ich glaube, ich muss dahin. Kann das sein? Oder auch nicht? Hä? Von wo aus muss ich gucken? Was ist das? Mysterien der Mission. Dem Weg der Kreuze vor. Ah, okay, da hinten muss ich erstmal. Da ist das nächste Kreuz. Da ist das nächste Kreuz. Da ist noch eins. Da ist das nächste. Ich sehe noch eins. Hier ist ein Dokument. Katastrophe auf Katastrophe. Da ist das nächste. Da ist noch was zum Einsammeln. Hm? Hier ist wieder eins. Da ist wieder eins. Ich sehe noch eins. Da ist das nächste. Da ist das nächste Kreuz. Mysterien der Mission. Das letzte Kreuz untersuchen. Sieht aus, als wäre hier was. Moment, das kann man drücken. Ah! War doch nicht umsonst hier. Nur zu früh. Hallo? So. Unten angekommen. Jetzt, Lara, mach mal Licht an, damit wir was sehen können. Isabella! Bist du hier drin? Isabella! Hier unten! Okay, holen wir Isabella da raus. Sei Dank. Da bist du ja. Ja. Wer bist du? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Der arme Guillermo. Wahrscheinlich bringen ihn seine Schuldgefühle um. Wir hatten wohl beide recht. Es gab eine versteckte Krypta und ich hatte eine idealisierte Vorstellung davon. Wie hast du dich denn verletzt? Ich hing an einem Seil, als das Beben kam. Ich wurde gegen die Wand geschleudert, das Seil riss und ich bin auf dem Wasser aufgeschlagen. Hab mir wohl den Knöchel gebrochen. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute.
Was ist daran lustig? Kann einer dieser Leute Sarah sein? Ich würde zu gern ihr Gesicht sehen, wenn sie zugeben muss, dass eine von Manus fantastischen Geschichten wahr ist. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. Und ich bleibe hier. Ja, rühr dich nicht vom Fleck. Warte hier, ja? So, was ist das jetzt? Ein Fähigkeitspunkt. Neue Ausrüstung halt. Bevorzugte Kleidung von Kantu, einer wohlhabenden Jägerin. Wir können neues Outfit machen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So. Da komme ich nicht dran, oder? Hier unten durch wahrscheinlich. Das nehmen wir mit. Ach, hier ist noch ein Dokument gewesen. Okay. So, und da... Oh. Noch ein Kuchenrezept. Und hier durch. Immer diese Toten, die hier rumliegen. Okay, das haben wir geschafft. Lara, warst du das? Ja, dafür habe ich nicht genug Platz. Was? Wieso muss sie diese Dialoge immer... Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. Hör auf damit. Ich habe die Nacht in einer Krypta verbracht. Nee, da komme ich jetzt nicht hoch. So. Da haben wir die nächste Falle. Warte mal, ich gehe noch mal kurz zurück. Ich will wissen, was da hinten gibt. Hier gibt es auf jeden Fall was. Radschlosspistole, eine verzierte Schusswaffe. So, und jetzt hier durch. Ich find's krass, wie das... Hoppala. Das öffnet hier schon mal. Gibt es hier noch was? Irgendwie einen Weg oder so? Da gibt es ein Dokument. Und Gold. So, und was wollte ich gerade gesagt haben? Irgendwas. Story abgeschlossen. Kult von De La Cruz.
Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Du bist unglaublich. Vielen Dank. So, reißen wir das noch ab. Okay, hier sind wir. Die Serien der Mission. Und kann das sein, dass wir, wenn wir alle Dokumente... war die Leiter vorher auch schon da? So. Und ich glaube, wenn wir alle Dokumente einsammeln... Gibt es extra Erfahrungen dafür, dass wir dann die Story, die von den Dokumenten sind, abschließen? Ich glaube, das kommt hin, oder? So, Abkürzung. So. Bitte sag, dass Isabella okay ist. Ist sie. Aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. Nein, ich will dir keine Umstände mehr machen. Und außerdem meint Sarah, du hättest etwas Wichtiges zu erledigen. Bitte, ich möchte, dass sich Isas Freunde um sie kümmern. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Ich trommle sie sofort zusammen. Wo genau ist sie? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Warte, bei den Kreuzen? Hat sie was gefunden? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Oh, das freut mich für sie. Ich hätte sie begleiten sollen und das mit ihrem Knöchel tut mir leid, aber das ist genau das Abenteuer, von dem Isa immer geträumt hat. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sarah sich an ihrer Rettung beteiligt. Oh, eine großartige Idee. Ich werde dafür sorgen. Und wo wir schon bei Manu und seinen Geschichten sind, wenn du etwas suchst, das hier versteckt ist, solltest du vermutlich mit ihm reden. Bei Isa hat es funktioniert. Er hält für gewöhnlich Hof an der Mission. Und danke, dass du Isabella gefunden hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn... Bring sie einfach sicher zurück. Okay, ist die jetzt abgeschlossen, die Quest? 500 Gold haben wir, eine Dublon oder... Groschen. Ich sag Groschen dazu. Haben wir erhalten. Da kommen wir irgendwie gar nicht hin, kann das sein? Egal, dann machen wir jetzt mit Jonah weiter. Hier ist eine neue Quest. Du musst Manu sein. Wer ist da? Wer bist du? Sie hat den Schatz gefunden. Tatsächlich, Diego. Na, dann, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, wie du den Kindern von Maya-Ruinen erzählt hast. Endlich jemand, der wirklich zuhört. Du hattest recht mit den Kreuzen. Isabella ist ihnen zu einer Krypta gefolgt. Ich wusste es, ich wusste es. Niemand hört auf den alten Manu, aber ich hatte recht. Das hattest du. Und ich wette, das mit den Maya-Ruinen ist auch wahr. Ich erkenne etwas in deiner Stimme. Den Rausch der Entdeckung. Etwas zu finden, einen Ort, der hunderte oder tausende von Jahren verschollen war. Es ist aber schon irgendwie aufregend, oder nicht? Es gibt nichts Vergleichbares. Bei abgestandener Luft kriege ich immer noch Herzrasen. Der moderne Mensch, diese sogenannten Realisten, sie verschließen sich vor solch wundervollen Möglichkeiten. Sie können sich nicht einmal vorstellen, was ich alles gesehen habe. Was würde ich dafür geben, das alles nochmal sehen zu dürfen? Vielleicht kann ich für dich das Sehen übernehmen und die Maya-Ruinen begutachten. Das wäre schön, ja. Weißt du noch, wo die Ruinen waren? Tja, wo waren sie? Da war ein Teich und da waren drei Wasserfälle. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber es ist so lange her. Ich werde es schon finden. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles darüber. Wenn du das für mich tun könntest, die Historie berühren. Ich wäre... Kein Wort mehr und halt deine Tanzschuhe bereit.
Okay, den Eingang zum Grab finden. Die Stele untersuchen. Zu Manu zurückkehren. Haben wir schon. Hoffentlich hast du deine Tanzschuhe poliert, Manu. Ich war bei der Ruine. Maya. Ein alter Aquädukt. Es war wunderbar. Wie du gesagt hast. Ich wusste, du schaffst es. Jetzt erzähl mir alles. Die Ruine war wegen des Bebens überflutet. Ich schwamm durch Tunnel voller Aale und Piranhas. Adi. Weiter. Ich habe eine große Höhle gefunden. Und einen Steinturm, in den riesige Köpfe gemeißelt waren. Die Herren von Xibalba, oder? Unglaublich. Was noch? Es muss eine Art Aquädukt gewesen sein. Und das Unglaubliche ist, dass der Großteil davon immer noch funktioniert. 5 Meter hohe Wasserräder drehen sich gleichmäßig, wie am ersten Tag. Es war ganz erstaunlich, Manu. Diese Nähe zur Geschichte, wo jahrhundertelang niemand gewesen ist. Ich sehe sie. Ich rieche, spüre, schmecke sie. Du hast einem alten Mann Tränen geschenkt. Ich kann dir nicht genug danken. Ich möchte dir etwas geben. Manu, ich kann nicht. Ich bestehe darauf. Es ist meine erste Reliquie. Wunderschön und detailliert. Ein verzierter Schädel. Jemand, der genauso leidenschaftlich auf Erkundung geht wie ich früher, soll ihn bekommen. Lass dir niemals von jemandem deine Neugier und dein Staunen nehmen. Niemals. Danke, Manu. So, okay, haben wir auch schon erledigt. So, dann schnell die Dokumente hier noch einsammeln. Mission abgeschlossen, Mysterien der Mission. So. Der Miracle VIP Club, ein Flugblatt. So, dann hier. Oh, hier gibt's auch noch Loot. Und Fingerfarben und eine Weltkarte wurde gemalt. So. Ist das eine Schule? Okay, Öl brauchen wir nicht. Eine Flagge fehlt uns noch. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, mit der können wir auch noch reden. Du hast einen tollen Bogen. Bist du Jägerin? Die Mission könnte eine brauchen. Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Schwarzmähnwolf. Ach, das waren doch Wölfe. Aber die haben wir doch schon erledigt. Oh, da haben wir die letzte. Herausforderung abgeschlossen. Flaggen hissen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das so schnell fertig kriegen. Ein paar der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht den Schwestern. Ich könnte manchmal auch was Spirituelles vertragen. Aber die Mission erlaubt keinen Alkohol. Also muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. Du gestattest? Ist ja langweilig. Ein Dokument über den Standort der Mission an diesem Ort. Wundermission, Story abgeschlossen. Okay, wie viele Missionen bzw. Stories schließen wir jetzt gerade ab? Hier ist aber noch ein Dokument.
nach oben. Zurück zu Jonah. Der wartet schon auf uns. Und das Ding ist ja die Lösung. Ach, da hinten. Das haben wir übersehen. Naru? Ich glaube, das hier ist die Lösung. Eine komplette Wandmalerei. Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay. Mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Da hinten? Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Hier? Hast du was? Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Klemmt aber ein bisschen, wie es aussieht. Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Wo? Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Jonah, wo sind deine Arme? Hat er einfach mal seine Arme verloren? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Okay. Das war's. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Ja, ich hoffe, den Kopf behältst du noch. Während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Okay, was muss ich hier machen? Der Spiegel ist staubig. Okay, wie entstaube ich den Spiegel? Ich helfe dir rauf. Ah, okay.
Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Spiel, kann Jonah bitte seine Arme wieder haben? Was ist mit dem passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Okay, das könnte übel werden, wenn wir hier... Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Den Kreuzwegstationen? Der schon mal nicht, glaube ich. Da ist schon jemand aufgespießt. Ich glaube, das ist der. Ich achte mal, was Jonah sagt. Ich krieg's hin. Jesus stürzt das zweite Mal. Okay, wenigstens hat er seine Arme wieder. Die Frage, die ich mir stelle, sind die so gestorben oder sind die im Nachhinein so positioniert worden? Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Sieht aus wie eine Kirche. Ich muss mit dem Kreuzwegstation stehen da wie Mönche. Was? Frevelhaft. Ich denke, ich muss mit dem Lichtstrahl die Kreuzwegstation folgen. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. So, Jonah, sag nochmal irgendwas. Ich will jetzt das nicht nochmal aus Versehen überspringen. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Sie heben ihn hoch. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Sie tragen ihn. Okay, in welcher Reihenfolge muss das? Er trägt das Kreuz. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Okay, also... Warte mal, zuerst die Richtung. Tja. Kommentiert irgendwas bitte, Jonah, Lara. Für den Fall, dass ich jetzt sterben sollte, das ist hier hinten. Okay. Ja.
Sah gar nicht mal so gut aus. Sieht aus wie eine Kirche. Stehen da wie Mönche. Ist das das Richtige vielleicht? Lopez hat die Kreuzigung Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Okay, warte mal. Welches war das hier jetzt nochmal? Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, zieh durch. So, ich hoffe, das ist das Richtige. Oder warte mal. Da ist er gerade genagelt. Vielleicht das da das Richtige? War ein Klacks. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Okay, passiert aber nichts. Hä? Doch. Natürlich. In Sicherheit schwimmen. Wo ist Jonah? Lassen wir Jonah jetzt im Stich? So. Ja, wieder schön durch. Lecker.
Alter. Immer schön durch die Säule. Wie kam er überhaupt dahin? Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onoratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara, wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Okay, nice. Können wir jetzt ballern? Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Nicht gerade viel Funkverkehr. So. Der soll die erstmal alle erschießen. Und der auch. Brauchst du Hilfe? Verdammt! Wir erleiden Verluste! Heilige Scheiße, was geht hier vor?
So, und den. Nice. Nein, das wollte ich nicht. So. Dafür habe ich nicht genug Platz. Na, Lara, du hast irgendwie nie Platz, kann das sein? So, einmal mit Schlamm bedecken, damit wir uns besser verstecken können. Hier spricht Rogue. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole, euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrschte Chaos. Natürlich. Aber es ist Croft. Es gab... Was ist los? Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Verstanden. Waffen bereithalten. Okay, lass uns überleben. So. Gibt's hier noch einen? Kann es sein, dass die immer nur einen erschießen? Ich muss rausfinden, was hier läuft. Sicher. Bleib glücklich, dich zusammen. Scheiße aus. Warum erschießt er jetzt nicht seinen Kollegen da hinten? Sehen wir uns mal um. Verstanden, Teamleader. Bin unterwegs. So, jetzt. Das muss ich mir ansehen. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Die muss hier sein. Irgendwo. Hat er so ein Ergebnis negativ. Hat er so ein Sichtding? Bleib in Bereitschaft. Infrarotsichtig? Sehen wir uns mal um. Okay, legen wir los. Hat sonst noch jemand Gänsehaut? So. Ich versuch's mal dort drüben. Jetzt ist nur noch der da hinten übrig, ja? Was zum Teufel? Ich muss mich umsehen. Geil, so macht man das. Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. So. Gibt's hier noch irgendwo jemanden oder irgendwas zum Einsammeln? Was hat es damit auf sich? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, das nehmen wir mit. So, kann ich das aufmachen? Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. So. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Also jetzt? Hey, weißt du, in einigen Fässern ist noch rum. Verdammt, Jameson, mach deinen Job. Gibt's noch jemanden? So, den holen wir jetzt auch noch da rein. Komm schon, komm schon. Aus? Los geht's. Oh. Ich übernehme die Spitze.
Hey, wo ist Jameson? Scheiße! Gerade haben wir doch geredet! An alle! Jameson ist weg! Sammeln und vorrücken! Okay, Jameson ist weg. Lass uns mal tauschen. Ist es okay, wenn ich mal den Ausgang bewache? Klar, mach nur. So, der wird nicht gesehen. Jetzt aber. Ach, haben die mich gesehen oder was? Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Zielperson hat sich zurückgezogen. Suche läuft. Okay, okay, und jetzt looten. Dann kriegen wir wieder Muni. Hoffentlich. Hier nochmal. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, dann haben wir jetzt alle. Gibt's hier auch noch was? Nee. Ein Helikopter da oben. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt. Deacon Team, Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Wer holt sie uns? Wie bist du in den Heli gekommen? Dafür habe ich nicht genug Platz. Nee, Sensor, wie ist Dona in den Heli gekommen? Ne, das funktioniert nicht. Hier. Joe,
bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wärst du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Was sind das für Geräusche? Wie geht's denn jetzt? Also, Helikopter hört sich anders an. Wieder eine Stadt zerstört oder Dorf. Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Joa, okay,
Wir sind wieder hier. Wahrscheinlich... Ah, okay. Wir waren wahrscheinlich gerade hier. Oder? Ne? Mission von San Juan. Ja, wahrscheinlich hier. Das ist alles kaputt gegangen. Hier ist noch ein Missionsgeber. Upsi. Und dann wahrscheinlich hier den Weg wieder hierhin zurückgeschwommen. Gehe ich mal von aus. So, hatten wir hier nicht ein Lager? Irgendwo? Da. Unfassbar, wie erwachsen Eds lebt. Hä? Lara, erzähl weiter. 7 Fähigkeitspunkte haben wir. Okay, da können wir jetzt ordentlich was ausgeben. Anmut der Krähe, erzielen Sie durch Falschen bessere Preise bei den Händlern. Erhöhte Effektivität von Wahrnehmungspflanzen ermöglicht das so. Ja. Zwar auf einen Streich, schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf 2 erfasste Ziele. Nee, das mit den Kräutern machen wir irgendwie gefühlt nie. Gift der Viper, Schimmer der Schlange, mit allen Pistolen, ja, Leuchtfeuer brauchen wir nicht. Griff des Adlers, erhöhte Chancen, seltene Tiere zu finden. Ja, komm, egal was wir jetzt nehmen, wir nehmen das. Haben wir zumindest bessere Preise. So, was ist das da hinten? Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und Ihre Leichen im Geäst zu verstecken. Oh! Nehmen wir das. Mit einem Punkt können wir, glaube ich, jetzt nichts machen, oder? Und hier haben wir ein neues Outfit, oder? 6 Himmelsmantel. Cantus vergoldete Weste. Hat was auf jeden Fall. Lassen wir das mal an. Unfassbar, also, wie erwachsen Edsley in der kurzen Zeit geworden ist. Er wird ein großer König werden. Er hat beide Eltern verloren. So wie du. Ja, aber ich glaube, er wird etwas besser damit fertig. Das sieht nur von außen so aus. Auf ihm lastet so viel Verantwortung. Unvorstellbar. Es geht nicht mehr nur um Trinity, richtig? Nein, jetzt geht es um Paititi. So, okay, aber ich würde dann jetzt nochmal einen kleinen Break machen und wäre gleich wieder da.